Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Das DFB-Pokal-Halbfinale steht an. Ich habe beide Spiele in der Zusammenfassung prognostiziert. Ihr hört es, ich bin immer noch krank, aber ich bin, glaube ich, auf dem Weg der Besserung. Toi, toi, toi. Viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem ersten Spiel, Hamburg gegen Freiburg. Das erste DFB-Pokal-Halbfinale lautet Hamburger SV gegen den Sportclub Freiburg. Mittlerweile der HSV, der letzte Zweitligist, der das Turnier bis dato überstanden hat. Aber zu Hause gegen den SC Freiburg ist man nicht riesengroßer Außenseiter. Es lief aber schlecht an. In der 11. Minute gingen die Gäste mit 1:0 in Führung. Lukas Höhler mit dem Führungstreffer. Der Sportclub aus Freiburg in dieser Saison ja wirklich überragend unterwegs. Ja, da geht sogar noch was in Richtung Champions League. Und so traten sie hier auf Demirovic. Nächste gute Chance für die Gäste. Der HSV fand hier erstmal gar nicht in den Abend, auch wenn man zuletzt die Generalprobe gewann in der zweiten Bundesliga gegen den Karlsruher Sportclub und dadurch noch Restchancen auf den Aufstieg hat. War hier von dieser Motivation erstmal nicht zu sehen, aber man musste sagen, der SC Freiburg, er macht es einfach richtig gut. 32. Minute, das 0:2, Demirovic hatte sich ja vorher noch angenähert und jetzt machte er seinen Treffer, brachte die 2-Tore-Führung. Aber der HSV erwachte kurz vor der Pause. Auf Ludovic Reis, auf Bakariata, der hat da zu viel Platz, sieht in der Mitte Robert Glatzel. Und der bringt in der 45. Minute den HSV wieder zurück ins Spiel. Nur noch ein Tor Rückstand, damit ging es erstmal in die Pause. Ein wichtiger Zeitpunkt, ein guter Zeitpunkt, um wieder ins Spiel hineinzufinden, auch ergebnistechnisch. Durchgang 2, aber erstmal wieder in Freiburger Händen. Grifo. Von dem war bis dahin nicht allzu viel zu sehen. Spricht aber auch für den SC Freiburg, dass nicht mehr alles nach vorne über Grifo läuft. Nein, da ist man mittlerweile richtig breit aufgestellt. Eggestein zu Lukas Höhler. Jetzt wieder Heuer Fernandes. Der steigerte sich hier auch. Mit zunehmender Spieldauer wurde auch wichtig, hielt damit erstmal das 1:2 fest. Aber der SC Freiburg, er kam weiter. Eckball von der rechten Seite. Zunächst geklärt von Suhonen, aber nicht weit genug. Roland Salay. Demirovic findet Lukas Höhler. 1:3, 63. Minute. Die Vorentscheidung in diesem Spiel. Der HSV wollte das nicht so stehen lassen. Meffert gewinnt das Kopfballduell im Mittelfeld. Glatzel auf Jatta. Genialer Pass auf Sonny Kittel. Die perfekte Antwort in Minute 68. Der HSV war direkt wieder drin im Spiel. Das war fußballerisch klasse herausgespielt. Und jetzt kam die Schlussphase. Glatzel auf Bakary Jatta. Das hätte das 3:3 sein können, wenn nicht sogar müssen. Riesenchance, knapp vorbei. Glück für die Freiburger, die hier etwas nachließen und defensiv auch nicht mehr ganz so gut standen. Der HSV nochmal in der regulären Spielzeit. Kittel raus zu Wagnermann, die Flanke in die Mitte auf Glatzel. Aber der bekommt nicht genügend Druck hinter den Ball und setzt den Kopfball deutlich drüber. Danach war Schluss. Ein unglaublicher Pokalfight. Der HSV hätte sich fast noch in die Verlängerung gerettet. Aber sie schaffen es nicht. Sie verlieren nicht unverdient mit 2:3 zu Hause gegen den SC Freiburg. Und die Breisgauer, sie ziehen ins Finale nach Berlin ein.
Halbfinale Nummer 2, RB Leipzig gegen den 1. FC Union Berlin, und Leipzig wohl der Favorit in diesem Aufgebot der letzten vier Mannschaften. Nichtsdestotrotz will Union Berlin hier die Leipziger besiegen und ins Finale, ja, daheim, kann man das so sagen, einziehen. Nicht ganz, es ist ja das Olympiastadion. Aber Leipzig war zunächst die bessere Mannschaft, hatte dann auch die erste Möglichkeit. Frederik Rönnow hat aber keine Probleme, den zu halten. Hielt sein Kasten ja sauber gegen Eintracht Frankfurt. Das war dann in der 18. Minute hier. Aber aufgehoben, die weiße Weste. Dani Olmo mit dem 1:0 für Leipzig verdient zu diesem Zeitpunkt. Leipzig gewann ja gegen Leverkusen 1:0. Tat sich da aber auch schwer. Hier kassierten sie die postwendende Antwort. Der Ausgleich in Minute 21. Relativ einfach vorgetragen durch die Mitte. Taiwo Avoni auf Geraldo Becker. Der platziert den Ball gut und platziert, sodass es nach 45 Minuten 1:1 stand. Leipzig hat etwas mehr investiert, aber konnte das noch nicht ausreichend auf die Anzeigentafel bringen. Durchgang 2, Leipzig wieder besser drin. André Silva, Kevin Campbell, und das muss eigentlich das 2:1 sein. Dani Olmo knapp vorbei am Doppelpack. Aber wir sehen es, Renault macht sich riesengroß. Das ist auch eine tolle Parade. Ja, dürfte vielleicht Lute als Nummer 1 ablösen. Das zumindest mal hier in den Raum gestellt. Tolle Parade von Frederik Renault. Und dann Union Berlin mit Trimmel. Nicht oft vorne zu sehen. Becker, Avoni, Spiel gedreht. 66. Minute, das 2:1 für Union Berlin wurde noch kurz auf Abseits überprüft, aber es war alles korrekt, wurde deutlich aufgehoben, und jetzt musste Leipzig kommen mit 1:2 im Rückstand. Die Chance, ins Finale einzuziehen, war doch eigentlich so groß, aber jetzt hatte Union die Überhand genommen. Olmo! Immer wieder Dani Olmo und Renault im Blickpunkt. Der Unioner Schlussmann, der wuchs hier über sich hinaus. Aber Leipzig kam ein letztes Mal noch nach vorne mit letzten Kräften. Das waren anstrengende Wochen. Europa League mit einberechnet. Nkunku bekommt den Ball nochmal wieder. Baumgartl stemmt sich rein und klärt das Ding. Dann war Feierabend. Die letzte Halbchance von Timo Baumgartl entschärft. Der darf sich in der Bundesliga ausruhen. Nächstes Wochenende hat die fünfte gelbe Karte gesehen gegen Frankfurt. Aber dann war es geschafft. Union Berlin gewinnt das schwere Auswärtsspiel bei RB Leipzig und zieht mit diesem 2:1 ins Finale ein. Nach Hause kommen nach Berlin. Jo, das war's dann auch wieder mit dieser Prognose. Ich hoffe, wem es hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.